Diesmal gibt es tatsächlich keinen unlustigen Spruch über Träume und Wünsche. Dafür wird das Thema aber heute umso witziger, denn Anne Wünsche ist tatsächlich auf die Kritik eingegangen und hat ein mega gutes Statement geliefert. Hätte ich mir gewünscht. Nein, mal im Ernst, ich hatte ja zuletzt ein Video gemacht und Anne dafür kritisiert, dass sie Werbung auf Insta gemacht hat für eine OnlyFans 2.0 Plattform. Anne verheimlichte bei ihrer Werbung aber, dass sie für das Anwerben potenziell Geld bekommen kann durch ein Affiliate-Programm von 4based. Und das, obwohl sie ja extra noch betonte, dass es keine Kooperation mit der Seite gibt und sie auch ausdrücklich meinte, dass sie dafür auch kein Geld zieht. Ich bekomme von der Firma jetzt wirklich nicht irgendwie Summe XY, also das ist keine Kooperation. Hier, das ist wirklich eine Empfehlung, weil ich weiß, dass viele das machen möchten. Lustig, dass sie davon spricht, dass es keine Kooperation ist, dann aber im gleichen Atemzug meint, dass sie sogar bei Meetings von dieser Seite mit dabei war. Und ich habe jetzt denen auch noch ein paar Tipps gegeben, wo ich denke, so das könnte man jetzt auch noch vielleicht verbessern. Und das werden die auch noch umsetzen, finde ich auch mega cool. Das war wirklich ein geiles Meeting. Und wie gesagt, die haben mich jetzt nicht gefragt, ob ich Werbung machen kann. Na gut, ich versuche das Ganze jetzt einfach mal zu glauben. Aber es wird jetzt ganz wild, denn Anne hat sich tatsächlich zu der jetzigen Kritik geäußert. Und was soll ich sagen? Seitdem ist sie Motivationsrednerin geworden und hat uns zusätzlich noch sehr, sehr wertvolle Tipps fürs Leben mitgegeben. Dazu aber später mehr. Anne war aber so lieb und hat extra auf YouTube sogar ein Statement hochgeladen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal Stück für Stück an. Das ist auch gar kein langes Video. Dementsprechend kann man sich gut darauf beziehen. Denn hier merkt man halt wirklich, wie selbstreflektiert sie eigentlich ist. Und zu Beginn geht sie auch direkt auf den Hauptvorwurf ein. Und zwar, dass sie Werbung für die Seite 4based machte, ohne vor irgendwelchen Risiken zu warnen. Anne rät anderen, sich online zu prostituieren und sich bei OF anzumelden. Applaus, Anne. Das war einer der Kommentare, ich glaube, unter einem Reel-Posting oder auf YouTube. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber solche Nachrichten habe ich des Öfteren bekommen. Und nein, ich rate dir nicht, dich für Geld auszuziehen. Okay, gut. Ja, da hat sie auf jeden Fall recht. Sie hat halt nicht direkt gesagt, dass man sich ausziehen muss, um dafür Geld zu bekommen. Ändert nur nichts daran, dass der Eindruck dennoch entsteht, wenn man solche Sachen sagt. Die Firma, die ich euch jetzt vorstellen werde, die Seite, die ich jetzt vorstellen werde, ist kleiner, was für euch von Vorteil ist. Das heißt, ihr werdet viel, viel schneller gefunden und ihr arbeitet mit Reels. Und ihr kennt das, wir alle sitzen immer ewig vor diesem Telefon und scrollen durch Reels. Das heißt, da werdet ihr auch viel, viel schneller gefunden. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und bei OF kann man nur mit Kreditkarte zahlen. Bei der Plattform mit PayPal. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr toll, weil es einfach auch viel einfacher ist, dort Reichweite zu generieren, weil die einfach ein ganz anderes Konzept haben. Sie sind viel einfacher und es ist wirklich so eine Empfehlung von mir. Ich rate dir nicht, dich für Geld auszuziehen. Und vorher zeigte sie zusätzlich noch, dass sie 1,3 Millionen Dollar in einem Jahr mit OnlyFans machte. Ja klar, rätst du deinen Zuschauern absolut nicht, auch so etwas nachzumachen. Du wirbst zwar für solche Methoden und bereicherst dich auch daran, schreibst zusätzlich, dass diese immense OnlyFans-Summe für die Motivation steht, aber hey. Ich rate dir nicht, dich für Geld auszuziehen. Ja, ich denke, die Zuschauer werden nach deiner Werbung genau den gleichen Eindruck haben wie du, liebe Anne. Also, die Selbstreflexion ist jetzt schon on point und mir gefällt auch in ihrem Statement ihr selbstkritisches Denken. Ich rate dir, dein Leben so zu leben, wie du es gerne hättest. Wer bist du, wenn du niemand sein musst? Vielleicht kennst du dieses Zitat, aber es ist super, super wichtig. Denn wie viele Menschen leben nicht ihr Leben, weil sie Angst vor der Reaktion von anderen Menschen haben? Wie viele Menschen leben nicht ihr Leben, wie sie es gerne hätten, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, dass Leute den Finger auf sie zeigen. Unendlich viele. Und das möchte ich vermitteln, dass du dein Leben zu leben hast, so wie du es gerne hättest und nicht wie andere es gerne für dich hätten. Okay, das will ich jetzt gar nicht ausschließlich schlecht reden. Natürlich ist das toll, wenn man sowas zum Ausdruck bringen möchte, da sage ich auch nichts dagegen. Aber wo in Gottes Namen setzt du dieses Zeichen bitte bei der Werbung zu 4based? Du kannst ja super gerne diese Motivationsreden halten und Menschen dazu zu animieren, ihren Traum zu leben. Aber in Bezug auf die eigentliche Kritik ergibt das Geschwafel hier gar keinen Sinn. Und man sollte sich den Konsequenzen dennoch immer bewusst werden, vor allem wenn man solch einen Einfluss hat wie Anne Wünsche mit über 1,1 Millionen Followern auf Instagram. Ich meine, sie wirbt einfach für die Erotikbranche, zeigt keinerlei negative Risiken und das Einzige, was sie ernsthaft dazu sagt, ist: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass man sich ausziehen muss, ich habe ja einfach nur gesagt, dass man seinen Traum leben sollte. Ja. Hä? Und warum machst du jetzt trotzdem Werbung für diesen OnlyFans 2.0 Abklatsch? Das ist halt einfach nur ein klassisches Ablenken von der eigentlichen Kritik, die gegen sie im Raum steht. Ich mache all die Dinge, die mir enorm viel Spaß machen. Und ich habe teilweise für das wirklich echt hart
kämpfen müssen. Aber ich kann wirklich mit Stolz behaupten, dass ich aus meinem Hobby, und es ist jetzt nicht nur sich ausziehen für Geld, sondern, und das macht auch tatsächlich wirklich viel Spaß, es tut mir leid, auch wenn das viele irgendwie den falschen Hals bekommen oder es nicht verstehen können, es macht mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich liebe es und ich lebe es auch aus und kann auch damit Geld verdienen. Aber auch zum Beispiel hier. Ich liebe es gerade aktuell Kerzen zu machen. Auch damit mache ich Geld. Ich habe 2 Marken gegründet. Ich habe ein Café in Berlin. All die Dinge, auf die ich Bock habe, die mir Fun machen, die mir Spaß machen, mit denen verdiene ich Geld. Ja, und was hat das jetzt mit der Werbung für die Erotikbranche zu tun? Also wir müssen jetzt nochmal in Erinnerung behalten, dass es um dieses Thema hier geht. Anne rät anderen, sich online zu prostituieren und sich bei OF anzumelden. Applaus, Anne. Und jetzt redet sie plötzlich darüber, dass sie Geld mit ihren anderen Firmen macht und da auch überglücklich ist. Also es ist wirklich ein wahnsinnig gehaltvolles Statement. Aber immerhin versteht sie, wie man am besten von der Kritik ablenkt, um sich selbst zu pushen, weil man hat ja mehrere Firmen. Anne, du bist es einfach. Aber gut, ich hätte eh nicht erwartet, dass sie überhaupt auf irgendeine Kritik eingeht, weil sie ja sogar in ihrem Video hier meinte, dass es ihr völlig egal ist, was andere über sie denken und sagen. Denn schließlich interessiert es sie nicht. Mich interessiert es nicht, was andere Leute über mich denken. Mich interessiert es schon so, so lange nicht mehr, weil es mein Leben ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Kritik und Hate sehr stark miteinander verbindet. Deshalb denke ich auch, dass die Kritik von Yvonne Muhlen oder auch von mir keinerlei Wirkung bei ihr erzielt. Ganz im Gegenteil, sie scheint einfach dadurch jetzt noch egozentrischer drauf zu sein und faselt plötzlich über ihr eigenes, ach so tolles Leben. Was ja schön ist, aber interessiert uns doch gar nicht in dem Moment. Aber sei es drum, wir schauen dennoch weiter rein, was sie noch zu erzählen hat. Wie sieht es denn bei dir aus? Gehst du morgens gerne zur Arbeit? Stehst du montags gerne auf und arbeitest? Arbeitest du manchmal auch einfach gerne länger, als du eigentlich müsstest, ohne auf die Stunden zu achten? Bei mir ist das der Fall. Und egal, wovon wir jetzt hier sprechen, von meinen ganzen Projekten, ich mache sie alle liebend, liebend gerne. Ja, ich auch. Und jetzt? Ändert das was an dem Punkt der Kritik zur Werbung zu Vorbase? Also, ich raff das nicht. Bin ich hier irgendwie bei Karl S., der mir plötzlich Tipps über Erfolg und Firmenumsätze gibt? 99% von euch, ja, sind richtige Weicheier und Lutscher. Aber gut, kümmern wir uns nun um die wirklich relevanten Aussagen zur Kritik. Das, was die Menschen hier kommentieren, ich kenne diese Menschen nicht. Ich beeinflusse nicht deren Leben. Sie beeinflussen nicht mein Leben. Ich muss nur auf mich schauen, auf mein Leben, auf das Leben meiner Kinder und muss einfach versuchen, das Beste daraus zu holen. Also, sie versteht das Problem, glaube ich, zu keinem Prozent. Sie scheint es nicht zu checken, dass die Kritiker nicht ihr Leben oder ihre Firmen kritisieren. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht hier einfach bloß ums Verantwortungsbewusstsein bei über 1 Million Followern. Ich meine, offensichtlich war die Kritik an der gesamten Thematik, dass sie unehrliche Werbung für eine Erotikbranche macht und das ohne vor den ganzen Risiken zu warnen. Dass es vor allem praktisch auch das eigene oder auch das Leben anderer mit beeinflusst, wenn man halt nackte Inhalte publiziert. Und zusätzlich verschwieg sie außerdem noch, dass es bei Vorbase ein Affiliate-Programm gibt, womit man fürs Anwerben Geld verdienen kann. Des Weiteren wirkt mir das auch so, dass sie hierbei komplett ich-bezogen ist. Also, solange es ihr gut geht, ist alles gut. Wenn da irgendjemand anderes mal reinquatscht oder Kritik übt, dann ist das einfach Geschwafel, was man nicht wahrnehmen muss. Deshalb veröffentlichte sie auch schon im Januar folgendes Real. Also, wenn andere Kinder mobben, egal aus welchen Gründen, Aussehen, finanzielle Gründe, so etwas, was jetzt bei mir gerade der Fall ist, oder wegen den Eltern, whatever, dann ist niemals der Fehler das gemobbte Kind oder die Eltern des gemobbten Kindes, sondern die Mobbing-Kinder, die sind das Problem. Ja, muss ich sagen, das stimmt zu 100%. Die Leute, die mobben oder das irgendwie fördern und unterstützen, die sind das Hauptproblem. Man muss aber leider auch als Elternteil bedenken, dass er mit dem Zeigen des eigenen Körpers leider auch ein Angriffspunkt für viele Menschen da draußen setzt. Und natürlich wäre es schön, würde es kein Mobbing geben. Ich glaube, da hätten viel mehr Kinder eine schöne Kindheit gehabt. Aber da muss man leider mal die Realität betrachten, das wird es leider nie geben. Es wird immer Menschen geben, die andere Menschen schaden wollen und mobben. Und deshalb kann man sich auch als Elternteil selbst Gedanken machen, bis wohin man wirklich gehen möchte und wie weit man sein eigenes Kind mit beeinträchtigen könnte. Ich bin natürlich hierbei ganz klar auf der Seite der Opfer, wenn man das so nennen mag. Und ich finde auch, dass Mobbing viel härter bestraft werden sollte und oftmals das ja vom Elternhaus so gelernt wird. Aber wir wissen halt auch alle, dass dieses Problem nie weggehen wird. Das gab es schon immer und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Deshalb müssen die Eltern auch sehr gut darüber nachdenken, was sie im Internet publizieren und welche Auswirkungen das haben kann. Denn in der
Gesellschaft bist du dann relativ schnell eine Zielscheibe und das wird übertragen auf das Kind und das ist halt das Problematische. Und genau deshalb machten Yvonne Muhlen oder auch ich Videos darüber, weil wir zeigen wollen, dass es eben dahinter große Risiken gibt, wenn man mit solchen Inhalten anfängt. Und das zu erwähnen und extra auch nochmal zu betonen oder auch aufzuklären, ist super wichtig, denn manche, auch gerade jüngere Menschen, die vielleicht in problematischen Phasen stecken, die denken nicht so weit, dass sie damit ihre Zukunft extrem schaden könnten. Anne scheint das ganze Problem allerdings immer noch nicht verstanden zu haben, was ich sehr schade finde, weil sie ist mittlerweile über 30. Aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal wieder über zum Statement. Also lebe doch dein Leben bitte so, wie du es gerne hättest. Mit all den Dingen, die du gerne machen möchtest. Und wir reden hier wirklich nicht von Drogenkonsum oder all diesen harten, negativen Sachen. Über die rede ich gar nicht, sondern ich rede wirklich nur darüber, von Träumen erfüllen, Ziele erreichen. Von solchen Dingen rede ich und da wirklich, lass dir nicht von irgendwelchen Leuten da draußen erzählen, wo deine Grenzen sind, was du zu tun und zu lassen hast, sondern gucke, auf was hast du Bock, wo sind deine Grenzen und dann geh raus und lebe dein Leben. Ja, liebe Freunde, das war ihr Statement. Also anstatt auf die Kritik einzugehen und wirklich angebrachte Worte zu bringen, wurde halt nur vom eigentlichen Punkt abgelenkt und eine Motivationsrede gehalten. Absolut wilde Nummer, das zeigt mir aber auch, dass bei Anne wirklich keinerlei Selbstreflexion stattfindet. Denn es war jetzt nicht sonderlich schwer, die Kritik wahrzunehmen und es in Zukunft besser zu machen. Klar, ich meine, wenn es nach ihr geht, kann sie natürlich tun und lassen, was sie möchte. Nur dann muss sie halt auch mit Kritikern leben, die ihre Verantwortungslosigkeit ziemlich kacke finden und das zu Recht. Ich meine, ich könnte hier auch ganz easy Casino-Werbung machen, weil mir das finanzielle Vorteile bringt. Mache ich aber nicht, weil ich ganz genau weiß, dass es Menschen dazu animiert, mit Glücksspiel anzufangen und diese dann ziemlich starken Gefahren ausgesetzt sind. Gerade jüngere Menschen sollten darüber aufgeklärt werden und deshalb sind solche Warnungen ziemlich wichtig. Übrigens laber ich hier keine Scheiße, dass Anne plötzlich Motivationsrednerin geworden ist, denn ihre Inhalte bestehen gerade wirklich aus solchen Reels. Erfolg kommt nicht über Nacht. Die meisten glauben, dass sie heute einen Samen pflanzen und wenn sie morgen das nächste Mal in den Garten gehen, steht auf einmal ein riesen Apfelbaum. Das wird nicht funktionieren. Der braucht Jahre, bis er so groß ist, dass du da Äpfel ernten kannst. Ohne sie hätte ich nicht gewusst, dass man nicht von jetzt auf gleich erfolgreich werden kann. Das hat mich wirklich motiviert, mit YouTube aufzuhören, irgendwas Neues zu beginnen. Naja, was gibt's aber nun abschließend zu sagen? Ich persönlich habe den Eindruck, dass Anne keine Ahnung davon hat, was konstruktive Kritik und was Hate ist. Für mich wirkt das so, als würde sie beides einfach gleichstellen und das einfach abstimmen, als wäre das eh alles Hater, die da irgendwas im Internet faseln. Denn das, was hier nun mal kritisiert wurde, ist absolut legitim und in ihrer Rolle sollte sie ein bisschen Verantwortung übernehmen, macht sie allerdings nicht. Stattdessen geht sie einfach ihren Weg und alles, was andere sagen, ist doof. Dass sie hier mit ihrer Werbung komplett problematisch gehandelt hat, scheint sie wirklich einen absoluten Dreck zu interessieren. Stattdessen spricht sie in ihrem Statement über ihren Erfolg und ihre Firmen und wie toll doch alles ist und lenkt vom eigentlichen Kritikpunkt ab. Also man kann halt hierbei wirklich sagen, dass sie auf Ernst gar nichts an sich ranlässt. Finde ich schade, das zeigt mir aber auch, dass es Menschen gibt, die äußerst egoistisch durch die Welt laufen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Statement haltet, würde mich interessieren. Und ganz wichtig, abonniert gern diesen Kanal hier, wenn euch solche Videos gefallen und ihr immer up to date bleiben wollt. Das wäre mir eine riesige Freude und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.